The following program deals with mature subject matter and is intended for adult audiences. Viewer discretion is advised. Join us tonight for the last of the five documentaries we've presented over the past 2 months, tracing the rise of Nazism. Tonight, Profession Neo-Nazi. 50 years have gone by since the end of the Second World War and the liberation of Auschwitz, but the dark spirit of Nazism refuses to die. Ganz einfach, indem ich die Mittel dazu habe. Zu uns kommen Leute, die nichts mehr zu verlieren haben. Die kommen zu mir und sagen, ich bin jung, ich suche ein Leitbild, einen Führer, ein Vorbild, ein Ideal, eine Ideologie, eine Idee, an die ich mich klammern kann. Und diese Leute würden und tun alles, was man ihnen sagt. Tonight, a revealing look at the rise of neo-Nazis in the world today. In tonight's documentary, Profession Neo-Nazi, will seem familiar to anyone who lives in Ontario. So will Ernst Zundel, the photo refinisher who believed that the Holocaust was a hoax and went to jail for his troubles. Zundel is the subject of the first third of tonight's film. After that, attention shifts to one of his disciples, Ewald Altuns. Altuns wants to be the next Führer for a generation, he says, that wants a Führer to lead it. Altuns makes hateful statements and reinterprets history with such abandon and with so little self-knowledge, it'll make your head spin. But when he pushes his propaganda on a street where you may have walked or in a neighborhood where you may have lived, then its effect is twice as toxic and twice as terrifying. And then when we see ordinary people, people who might live down the street from us, becoming neo-Nazis, then the real point of Winifred Bonengo's film comes clear. This is a very disturbing film, full of very disturbing views. We advise the utmost in viewer caution. Afterwards, there will be a special phone-in segment with the filmmaker as our guest to answer your questions. I hope you'll join us then.
Und ich habe dort eine seelische Notlage sozusagen erlitten. Kein Land, wo ich abgeklopft habe. Überall war also Militärdienst, mit der Ausnahme von Kanada. Und deshalb bin ich nach Kanada ausgewandert. Was ist eigentlich Ihr Beruf? Was haben Sie studiert? Oder? Grafiker, Schwerpunkt Fotoretusche. Ich habe sehr viel Geld verdient in Kanada damit. Es war ein äußerst guter Beruf für Kanada. Und ich war schon mit, wenn ich ein bisschen ins eigene Horn blasen kann, ich war mit 23 Jahren Hausbesitzer in Kanada, zwei Autos gefahren, am laufenden Band jedes Jahr große Reisen gemacht, 3-4 Monate, 7,5 Monate Weltreise gemacht als junger Mann, dazu hin noch studiert, habe die zwei Landessprachen hier gelernt nebenher, abends auf der Universität politische Wissenschaften belegt. Der Speichel läuft mir im Mund zusammen, wenn ich die Weltherrschaft dann hier plane an meinem Globus. Für unsere Geografie unbewandten Nordamerikaner, ich denen zeigen will, wie man die Weltherrschaft plant, deshalb habe ich hier so einen Globus aufgebaut. Und hier oben ein Bild, das ich gemalt habe, war eigentlich preisgekrönt schon 1965. Oben der Beobachtungsturm und diese Person ist also in die Freiheit entkommen und lässt blutbefleckt ein Stück von der Jacke am Zaun hängen. Und hier natürlich dahinter ist unser Hitlerbild. Das im Moment nicht aufhängt, aber es steht eben hier. Warum hängen Sie es nicht auf? Weil ich keinen leeren Millimeter mehr gefunden habe, hängt zufällig steht es hier. Ja. Gleich unterhalb vom Gouverneur, vom Governor General von Kanada. Und jetzt zeige ich euch noch unser Verteidigungszentrum hier. Und zwar hier oben, das ist mein, den ganzen Medien von Kanada berühmter Zündelhelm, den ich für Schläge also aufgesetzt habe. Diesen Sarg hier, den habe ich durch Torontos Straßen getragen, wo drauf steht, also in meinen Gedanken ist der Holocaust ein Schwindel. In Deutschland darf man das nicht sagen, in Kanada darf man es sagen. So, das sind also unsere Akten. Ich müsste aber bloß sagen, welche Akten da sowohl. Auschwitz-Akte hier, Sektionen, Dachau, Mauthausen. Und dann die ganz große Frage war, was ist eigentlich ein Jude in meinem Gerichtsverfahren? Und was ist ein Jude? Weil es natürlich äthiopische Juden gibt, die pechschwarz sind. Und dann gibt es Ostjuden, die von Russland kommen, von Minsk, die anders aussehen wie die von Äthiopien. Dann gibt es chinesische Juden, pakistanische Juden. Und deshalb können die nicht sagen, wir sind eine Rasse oder ein Volk, weil sie einfach so divers sind. Und das war der Beweis, den wir erbracht haben aus diesen Akten. Ist das eine Forschung? Jawohl, selbstverständlich eine Forschung. Und dann habe ich meine Sommeruniform, die kann ich euch auch noch gleich kurz zeigen. Hier. Also im Sommer, wenn ich auftrete irgendwo. Und die sind sehr praktisch. Erstens mal sehe ich besser aus mit Hut als wie ohne Hut. Und zweitens, wenn ich dann die Rede halte, dann dienen diese diversen Helme und Mützen zum Geld sammeln. Ohne, das geniert mich nicht, das zu sagen. Dann hier ein ganz Reliquie meines Kampfes hier. Und zwar, mit dem bin ich ins Gefängnis und aus dem Gefängnis gekommen. Und weil ich Redeverbot gehabt habe, habe ich dieses Zeichen hier drauf gemacht, wo drauf steht, politischer Gefangener. Und dann habe ich diese KZ-Kutte mir schneidern lassen von Kameraden. Und so bin ich dann vor den kanadischen Medien aufgetaucht mit dem Druckknopf dran. Hier stand wieder drauf meine Telefonnummer, und zwar deshalb, damit Leute in ganz Kanada mich anrufen konnten, war sogar die Vorwahl drauf, und habe ich hunderte von Anrufen bekommen für mehrere Tage und gute Unterstützer gefunden, dadurch, dass die mich erreichen konnten auf dieses Schild hin. Und weil ich dann hineingelaufen bin ins Gefängnis, habe ich hinten auf dem Buckel nochmal die Telefonnummer drauf gemacht, und das sieht dann so aus, als ob es meine KZ-Nummer gewesen wäre, und so bin ich dann hineingelaufen ins Gefängnis. Und dann wollte ich aus dem Gefängnis herauskommen, dann hat der Richter zu mir gesagt, ich lasse Sie heraus aus dem Gefängnis, nur eine Kondition, Sie dürfen diese Jacke nicht tragen,
weil die jüdische Gemeinde arg aufgebracht war über mein theatralisches Auftreten in dieser KZ-Kutte. So. Das ist ein symbiotisches Verhältnis zwischen mir und den Gegnern. Ich muss dort, wo der Gegner seine größten Kräfte konzentriert, angreifen, denn dann bekomme ich etwas von der mächtigen Ausstrahlung des Gegners, von seinem mächtigen Propagandaapparat, bekomme ich etwas ab. Ich kann also wie ein Leichtgewichtboxer, der gegen Schwergewichtsboxer in den Ring steigt, die Glorie des World Champion Heavyweight Boxers mit abbekommen, dadurch, dass ich nur 5 Minuten im Ring mit ihm war, habe ich auf jeden Fall mit dem Weltbesten gekämpft. Und ohne weiteres sind die Zionisten mit ihrer mächtigen Holocaust-Lobby heute Ton angeben. Die machen Sachen, an denen ich mich sozusagen hochrangeln kann und hochziehen kann. Amerika, also der nächste Punkt, wo es nach Amerika rüber geht, zwischen Panamerika, Niagara, nach Buffalo. Und die versuchen jetzt einen Irving auszuweisen, weil er halt diese Holocaust-Geschichte leugnet. Und das wird heute jetzt hier verhandelt an dieser Immigration-Behörde. Und zwar deswegen, weil die sagen, dass er gegen Immigrationsgesetze verstoßen hat, weil er bei der Einreise gesagt hat, er fährt nach Toronto und er auch nach Vancouver gegangen ist. Wollen sie darauf jetzt aufbauen, er hätte also nicht die Wahrheit gesagt. Als Vorwand natürlich, um ihn abzuschieben. Und für uns eine ganz klare wieder ein Terror von der anderen Seite, von der Judenseite aus. Für Irving selber ist es natürlich eine beschissene Situation, aber für den Fortgang der Sache nicht das Schlechteste, so verrückt das klingt. Ein Toter ist immer ein Held, ein Märtyrer bringt immer mehr Leute auf die Beine, so pervers das klingt. Also für dich persönlich wäre es nicht so schmerzlich, wenn es so wäre. Ach, ich bin da so bekannt für, dass Irving hat ja nun ein anderes Hof in Deutschland seit langem. Und ich manage seit langem Irvings Redetourneen. Und wenn Irving wirklich nicht mehr nach Deutschland reinkommen kann, dann werden wir weiter Irvings Redetourneen organisieren. Also selbst wenn er draußen bleiben muss, über Videotechnik, Live-Schaltung und sowas, da kann man viel machen. I have maps here documenting that 6 million Jews died in the war. And that 1.5 million Serbs. The largest number of civilians that died in the Second World War have not been recognized as victims of this particular Holocaust. God knows how many more there have been. You're quite welcome to this evidence. Just ask. Well, I'm a Canadian citizen for 40 years, and I was a refugee child when I was 2.5 years old, and I was born in Croatia, Serbia, and 32 members of my family have been killed. Well, at the Second World War, they were Nazis, Croatians, Ustashe, and
Well, I have members of my family now that have been killed. Each and every person here has a story they want to tell you. You don't know. This is my story. About what happened. You don't know what else to say. Ich finde es halt schön, dass diese Allianz besteht hier zwischen Serben und Juden. Ich würde am liebsten mit Kribbels richtig in den Finger, am liebsten würde ich hingehen und sagen Saddam Spremni Chetnik. Das Saddam Spremni, das ist das Kroatische für Volk und Vaterland. Das klingt bei dem Serben im Ohr wie beim Juden das Egal. Das täte mir jetzt gefallen. Einfach so ein bisschen piesacken. Weil ich mich im Ausland nicht einmischen will in Politik in dem Sinne. Ich will das ja von Ausländern auch nicht in Deutschland haben, dass sie sich bei mir einmischen. Können ihre Suppe selber essen, wenn sie ihnen schmeckt. Das ist meine Zukunft übrigens hier, ne? Kameras vor meiner Nase und Juden im Nacken. $1,000 ist ein sehr großer Betrag bei uns. Normalerweise sind es kleinere Beträge, so 10 Mark, $10, $25, $20. Hier zum Beispiel 50 Mark. Wie viele Spender haben Sie ungefähr so in der ganzen Welt? Ach, schon einige, ja. Das sind hier $50 aus Amerika. Ungefähr, also wenn dieses Sie zahlen, hier? Ach, schon Tausende, ja. Und Sie bekommen dann jeden Tag praktisch immer... Ja, sind hier schon ohne irgendwie einen Ton, bloß der Spender oder Spenderin $25. Ja, hier ist jemand wieder. Also Brief aus Deutschland. 200. Als bewusster Herrenmensch kann ich mit jeder Situation fertig werden. Das habe ich auch genug bewiesen, das tue ich auch heutzutage beweisen. Worum es geht, ist, dass Menschen, die fähig sind, bewusster Herrenmensch heißt, dass ich ein individuell lebender und denkender und handelnder, selbstständiger Mensch bin. Ja? Aber als solcher liegt mir in der Natur einer Zivilisation die Aufgabe zu führen, zu leiten, mich um andere zu kümmern. Weil du hast einen Fax hinten auf dem Tisch von ja. Ronny. Ja. Okay, wunderbar. Ja, noch ein bisschen, ja. Herr Zündel, warum arbeiten Sie mit dem Ewald zusammen? Weil er in Deutschland ist und wo ich ihn kennengelernt habe, habe ich Einreiseverbot gehabt in Deutschland. Also ich habe keinen Pass gehabt. Die Deutschen haben mir meinen Pass weggenommen und ich war hier sozusagen im Gulag von Kanada für 6 Jahre festgehalten. Und dann habe ich jemanden gebraucht, der in Deutschland für mich Medienarbeit gemacht hat, der nationale Gruppen aufgesucht hat. Und der Ewald war hier mir als Verfassungsschutzagent angepriesen worden und ich habe das nicht geglaubt. Er ist dann nach Kanada gekommen und ich habe ihn angeguckt und habe festgestellt, dass meines Erachtens er ist kein Verfassungsschutzagent und er hat dann drüben in Deutschland als Kontaktmann für mich gearbeitet. Ja. Was machst du eigentlich jetzt hier in Toronto? An und für sich? Ja, bespreche ich die Strategie für die nächsten Monate in Deutschland, wie wir es machen wollen, wie wir vorgehen wollen, welche Probleme wir drüben haben, welche Probleme hier sind, wenn wir die lösen können. Broschüren haben Sie in dem Jahr nach Deutschland so geschickt? Unsere Aussendung läuft jetzt so richtig ein, seit ich keinen Maulkorb mehr habe. Aber wir haben letztes Jahr in meinem Verlag über 4 Millionen Blatt Papier verdruckt, für kleine Schriften hauptsächlich, die ganz besonders nach Mitteldeutschland hineingehen, für die jungen Leute dort. Und dann Kassetten? Ja, Videokassetten natürlich. Meine große Waffe sind Tonbandkassetten und Videokassetten. Und wie viele vertreiben Sie da ungefähr?
Zehntausende. Und die schicke ich immer kostenlos in viele Länder, darunter Südafrika, Australien, Südamerika, wo es eine große deutsche Kolonie gibt, natürlich in alle Länder Europas. Und das ist eine sehr preisgünstige Trägerwaffe. Und die kann man sehr preisgünstig für $3 in alle Welt schicken per Luftpost. Und normalerweise kommen die so ziemlich alle durch den Zoll. Ab und zu mal wird eine beschlagnahmt. Aber im Großen und Ganzen finden wir das eine großartige Waffe, weil ein Videoband 20, 30, 40 Leute auf einmal informieren kann. Wir haben dann Ortsgruppen überall, wo diese Bänder vorgespielt werden, auch bei Versammlungen. Da könnte man nämlich unmittelbar das anschieben. Ja. Mhm. Bist du schneller? Ja, geh mal schneller vor, bitte. Ich glaube, ich weiß, welches. Ich bin ziemlich spät dran, ja, ja. Ich kann mich erinnern an Aber da stehen sie schon alle. Das ist schon vorbei mit dem Laufen. Das ist schon zu spät. Ja, noch nicht, noch nicht, noch. Ja, genau. Man muss sein, Macht zu besitzen, die auf Gewehren ruht. Bueno, está bien tener poder que se hace sobre los fusiles, que se soporta sobre los fusiles. Warum macht er denn das? Das ist im Grunde genommen die beste Art und Weise, sich umzusetzen bei Leuten, weil auf die Art und Weise sitzt du in jedem Wohnzimmer drin, ohne dass du die Leute vorher kennst, weil die werden ja irrsinnig schwarz kopiert und verbreitet solche Videobänder. Khomeini zum Beispiel, der hat in Paris als im Exil nichts anderes gehabt als so ein Tonstudio und hat nur Videobänder und Tonbänder produziert. Und im letzten Zelt der letzten Leute irgendwo haben die Leute diese Reden von Khomeini schon hören können, in den Zeiten, wo der Schah regiert hat. Und jetzt ist das für uns im Grunde genommen ähnlich gearbeitet. Als Khomeini in Iran gekommen ist, obwohl der totale Boykott ja gegen ihn war, in der Presse und von der Regierung und so weiter, in den Medien, hat ihn jeder gekannt. Und bei uns geht das eines Tages genauso. Wenn ich für mich einen Erfolg verbuchen kann, dann ist es, diese verschiedenen kleinen versplitterten Gruppen in Deutschland mehr oder weniger auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, ein gemeinsames Ziel heranzuführen. Darunter möchte ich doch sagen, zum Beispiel, dass die Zusammenarbeit von verschiedenen Gruppen in den Märschen in Wunsiedel zum Beispiel, zur Gedenkfeier von Rudolf Hess, da habe ich maßgeblich mitgewirkt, dass die zustande gekommen sind und dass die immer noch zustande kommen, weil eben doch große Streitereien und Differenzen bestehen. Und dadurch, dass ich A im Ausland bin, niemand drüben ins Gehege komme und weil ich so eine Art Eminenz-Krise darstelle, hören jüngere Kameraden besonders da schon drauf, wenn ich sage, lass uns den Waffenstillstand erklären, solange bis diese gemeinsame Sache gelaufen ist. Ich möchte sagen, wir haben absoluten Narren an uns gefressen jeweils und für mich ist das also... Also das ist eine sehr persönliche Sache. Ja. Absolut persönliche Sache. Das ist eine ganz subjektive Sache. Ich, wenn der Zündel irgendwo von der Brücke springen würde, wäre das der, wo ich hinterher springen würde. Wahrscheinlich so, ja. Und wie sehen Sie seine Zukunft? Er hat die ganze Welt zu Füßen, meiner Ansicht nach. Das richtige Alter, das richtige Aussehen, die richtige Statur. Sieht aus wie ein Edelgermane. 2 Meter groß, blaue Augen, blondes Haar. Normalerweise. Also er kann, wenn er sich gesund hält und wenn er vorsichtig taktiert in Deutschland, prophezei ich ihm eine gute und große Zukunft. Das heißt? Was? Das heißt, er kann in Deutschland meiner Ansicht nach mit seiner Generation zusammen das deutsche Schicksal wenden, in andere Bahnen lenken und er kann für Deutschland eine neue Ordnung schaffen. Du bist der absolute Herzensmensch. Der braucht natürlich seine Heidrichs. Welche Heidrichs? Seine Himmlers und Heidrichs. Seine harten, kalten preußischen Generäle. Wer sind die? Ich zum Beispiel. Zündel hat die Attribute, die mir fehlen, um aus mir das zu machen, was die Leute gerne an mir sehen würden, nämlich einen neuen Führer. Genau das hat er. Er ist absolut bescheiden und selbstlos. Ja? Und das ist, und das in einer absolut perfekten Form. Ja? Bin ich nicht, kenne ich mich, ich bin nicht bescheiden. Ja? Ich will auch gar nicht bescheiden sein und selbstlos auch nicht. Nein, warum? Ich bin da anders. Menschen sind verschieden.
Zündel ist das absolut. Und das ist das, warum Zündel mit Sicherheit viel mehr Vorbild ist auch noch als ich. Ich kann zwar Leute motivieren, aber Zündel kann sie führen. Ja. Darum ordne ich mich da auch ein. Sonntagmorgen eine nationalsozialistische Stadtrundfahrt mit den Franzosen zusammen, Feldbernhalle und Königsplatz und das Ehrenmal hin für den gefallenen Soldaten, Braunes Haus, der NSDAP und so. Fadenbeschuss. Ja, genau. Ja. Ist cool. Aus politischer Sicht, das ist ja geplant. Interessant. Dann könnt ihr den Sonntag ja hier. Ja, dann können wir auch vorplanen. Ne? Dann organisieren wir das, dass ihr alle irgendwo dann bei verschiedenen Kameraden zum Duschen und so richtig wieder waschen, duschen, frisch machen, hingehen können. Ja, sicher, die wollen sie. Ja. Weil man auch mal die Franzosen kennenlernt, das kommen vom AWB aus Südafrika, Leute. Ja, das war so, dass ich in Verbindung mit Ernst Tundel aus Kanada war, ne? Und der Herr Zündel sagte mir, ja, der Herr Althans ist mein bester Mann in Deutschland, er ist mein Stellvertreter und alles, was mit ihm in Verbindung machen oder was mit ihm besprechen wir mit mir selber. Ne? Da habe ich auch gedacht, wenn für Zündel Althans gut ist, dann ist auch für mich gut. Ne? Und so habe ich angefangen, mit ihm in Verbindung zu kommen. Ne? Der heutige Kampf gegen den Feind der Welt kann nur Erfolg haben, wenn wir das weltweit führen. Ne? Überhaupt in Europa. Also jetzt spricht man schon von einer gemeinsamen Europa, ja, die EG ist schon da. Und die Kameraden aus Deutschland oder Schweden oder England oder Spanien arbeiten nur dummerweise nur für ihre kleine karierte nationale Politik. Ja. Die Völker müssen national bleiben und für eigene Sache arbeiten, aber wir müssen so eng und zusammenarbeiten wie möglich. Nur so können wir Erfolg haben. Wir wollen auch so etwas hier in Spanien aufbauen. Die sind vielleicht zu jung noch. Die müssen langsam verstehen, dass wir leben 40 Jahre oder 50 Jahre nach dem Tod Adolf Hitlers. Und wir leben nicht in Deutschland, sondern in Spanien. Ne? Aber es ist wichtig, dass sie vom Geist her, vom Herz her, einen Verstand gegenüber Hitler. Die wissen ganz genau, der Hitler hat etwas Genaues gewollt. Und was er sagte, ist immer noch heute gültig. The greatness of Hitler, you know, he put Germany standing, you know, against Weimar disorder. Sehr viel Spaß, mit dem Namen München gemeinsam zu arbeiten, weil natürlich sofort man angefangen hat, in München geht es wieder los und Feldherrnhalle, das neue braune Haus steht in der Herzog-Heinrich-Straße, sprich unser Büro, das hat natürlich schon sehr viel für sich. Ne?
Spende machen, weil ich schon 65 andere Organisationen fördere. Dann ist er ein Idiot. Entschuldigen Sie bitte. Das geht nicht. Man kann nicht 65 nationale Rettungswege gehen. Man kann auch nicht gleichzeitig 65 Autos fahren. Man kann auch nicht in 65 Betten schlafen. Und wenn die Nationalen das nicht begreifen, dann ist das deren Problem. Aber ich will solche Leute gar nicht. Dann sollen die Leute mir nicht spenden. Dann sollen die Leute sagen, Alterns kriegt nichts, dann kriegen die auch nichts von Alterns. Das macht doch nichts. Wir haben doch genug andere Leute, die übrig sind. Ich will unsere Leute ganz haben. Ich will sie völlig haben. Ich will sie total haben. Ich will wie eine Sekte, wie eine Gemeinschaft diese Leute einbinden. Die Leute sollen bei uns in einer weltanschaulichen Lebensgemeinschaft von morgens bis abends aufgehen. Und die sollen keine Möglichkeit haben und keinen Sinn darin sehen, 40 oder 65 andere nationale Zeitungen zu lesen oder Gruppen zu besuchen, weil bei uns ihnen alles geboten wird. Und wenn wir das nicht können, dann brauchen wir nichts machen. Wir sind die Münchner. Und alle, die in München was wollen, im nationalen oder revisionistischen Sinn, die haben sich daran zu gewöhnen, auch wenn es ihnen nicht passt, dass wir das verkörpern. Das ist Machtpolitik. Und die machen wir. Wir sind hier die Frechsten und Besten in München. Das haben wir bewiesen als Gemeinschaft. Durch Leute wie Sie, die uns helfen und andere, dass sie das mitmachen. Und das aber setzt sich weiter durch. Aber es sind auch sehr viele kluge oder gute darunter und die wollen das nicht begreifen. Ich habe ja im Gegensatz zu anderen auch keine expandierende Organisation. Ich habe ja nicht eine Gruppe, die immer größer wird oder die neue Mitglieder sucht, das gibt's ja bei mir nicht. Ich hatte 50 Leute im Jugendbildungswerk, ich habe 50 Leute im Jugendbildungswerk und ich werde 50 Leute im Jugendbildungswerk haben. Und das sind alles aber Persönlichkeiten, nicht Personen, sondern Persönlichkeiten, die in anderen Gruppen drinnen sind. Und das ist der große Einfluss, den wir haben. Also habt ihr praktisch durch diese Personen auf jede Gruppe Einfluss einen auf verschiedene Gruppen, ja. Und haben die wichtige Positionen? Die haben entscheidend wichtige Positionen dann, ja. Und das ist das, was unangenehm für die Leute ist. Das ist ja quasi auch, ich werde uns abenteuerlich sagen, so eine Art Agentennetz, ja, im eigenen Lager. Womit man, mir geht es um geistige Gleichschaltung, mir geht es darum, gleiches Wissen und gleiches Wollen in die Kreise reinzubringen. Und zwar, wenn es nach mir geht, so radikal wie möglich. Ich habe mal den Begriff geprägt vom orthodoxen Nationalsozialisten. Das heißt, ich will keine Konzession machen an die Zeit von heute, keine Konzession machen an die nationalen Kompromissorganisationen, die sich dann mit der Demokratie und mit anderen Dingen verbündet haben, sondern ich möchte orthodoxen Nationalsozialismus in diese Gruppen einfließen lassen und wissen, dass er einfließt. Was heißt so radikal wie möglich? So radikal wie möglich, ja. Ja, was heißt das in letzter Konsequenz? In letzter Konsequenz heißt das, dass wir uns absolut an der historischen Erhebung orientieren als geschichtliche Erscheinung und dass wir die Grundlagen der NS-Revolution von damals, sprich Mein Kampf, Manifest zur Brechung der Zinsknechtschaft und all diese anderen Dinge, Mythos des 20. Jahrhunderts, ganz wichtig von Rosenberg, dass wir das als Grundlage nehmen und nicht etwa Nachkriegsliteratur oder Beschönigtes oder Verfälschtes und dass wir auch vor allen Dingen die gesamte Breite dieses Programms vom Antikommunismus über den Antisemitismus. Frag mal was. Wie geht's dir? Es mir geht, gut geht's mir. Gut geht's mir. Schlechte Zeiten für die Gesellschaft angebrochen sind. Warum? Weil der Kanzler schon vom Staatsnotstand spricht. Da geht's mir gut. Was für Ziele hast du eigentlich im Moment so? Im Moment habe ich das Ziel, mir ein zweites wirtschaftliches Bein noch zu schaffen. Im Hintergrund. Also immer noch nicht genügend Geld? Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Mein Geld ist dann genügend, wenn es den Staatshaushalt der Bundesrepublik in den Schatten stellt. Und da das ein unerreichbares Ziel ist, werde ich nie zufrieden sein. Also du glaubst, du wirst nie zu deinem Ziel kommen? Nein, in dem Sinne nicht, weil ich ein Mensch bin, ich bin ein revolutionärer Mensch und meine Ziele, die ich erreicht habe, die rücken dann, sind dann erledigt, werden dann abgeheftet, in Ordner gestellt und dann kommen die nächsten Ziele. Dann wird ein neues Ziel gesetzt. Es geht immer weiter, es ist die Evolution. Wir haben nicht der Einladung schon drauf, den Deutsche Weihnacht. Dann ist es sowieso wieder blöd, wenn wir jetzt in dem Text, der auf dem Blatt steht, Weihnacht schreiben, sehe ich gerade. Deutsche Weihnacht ist klar. Gut, dann aber wir können eins machen. Am Sonntag, in so und so vielen laden wir zu unserer diesjährigen Weihnachts- und Jahresabschlussfeier ein. Wir machen das folgendermaßen. Am Sonntag, den... Wann ist denn das? 13. Dezember. 13. Dezember laden wir
Sie. Wozu denn die Veranstaltung eigentlich? Weihnachtsveranstaltung passt ja nicht eigentlich da so richtig irgendwie. Das heißt, passt nicht. Also es gibt nichts Deutscheres, nichts Nationaleres, nichts Nationalsozialistischeres als Weihnachten. Überhaupt nichts. Naja, du bist ja kein Christ, oder? Das hat überhaupt nichts mit Christentum zu tun. Weihnachtsbäume haben mit Jesus genauso wenig zu tun wie das Licht, was wiederkehrt und so weiter. Was hat das denn für dich irgendwie? Deutsche Weihnachten feiern wir. Deutsche Weihnachten. Ja, was heißt Weihnachten, abgesehen davon, dass es deutsch ist? Ja, das ist Wintersonnenwende, das heißt, die Tage werden wieder länger, die Nächte werden wieder kürzer, das Licht kommt wieder, Licht muss wieder werden nach diesen dunklen Tagen, das kann man auch politisch umsetzen. Und Weihnacht bedeutet, dass dort eine Familie, nämlich Vater, Mutter, 10 Kinder kommen. Doch, unter den rund 100 geladenen Gästen waren nicht nur Unions- und Unternehmerfreunde Drehers, der Vizepräsident der Vereinigung Mitteldeutscher, sondern auch Vertreter des internationalen Neonazismus wie Ernst Zündel, Kanada, Fred Leuchter, USA und Manfred Röhr, der Deutsche. In 9 Jahren hat es meinem Alten gereicht, da hat er mir gesagt, das Maß ist voll. Du wolltest gar nicht gehen. Ach Quatsch. Womit denn? Wohin denn? Mein Vater hat mir einfach an einem bestimmten Tag meine Möbel auf die Straße gestellt. Ehrlich? Ja. Und wie sieht er das heute? Keine Ahnung. Ha? Dass Dinge kommen, wie sie kommen müssen, denke ich mal. Und da bin ich nach Süddeutschland runter zu General Rehmann. Es ist unser Sohn, es bleibt unser Sohn und es ist immer unser Sohn gewesen und von daher kann ich das trennen, das konnte ich nicht immer, aber inzwischen, ja aus einem gewissen Abstand heraus, auch seit er nicht mehr bei uns zu Hause wohnt und sich auch eine bestimmte Entwicklung vollzogen hat, ist das für mich etwas, was ich trennen kann. Den rein familiären Teil und den anderen Teil eben das, was er tut. Das, was aus diesem Tun sich entwickelt hat. Und wir als Eltern ja ganz andere Einstellungen haben, ganz anderen Standpunkt haben, einen ganz anderen Hintergrund haben, aber trotzdem für uns das unser Sohn ist und wir uns eigentlich freuen, dass wir heute ja so weit sind, dass wir uns immer wieder ja gerne sehen. Und uns freuen können, wenn er kommt, auch wenn die Gespräche, die hier zu Hause zum Teil stattfinden, sehr, sehr anstrengend sind oder sehr anstrengend sein können. Wo wir immer Angst vor wirklich haben, ist, dass diese Grenze zwischen Ideologie und Gewalt irgendwie nie deutlich erkennbar ist. Das heißt also, dass wir immer irgendwie auch Sorge hatten, die vielleicht nicht mehr so stark ist, weil wir uns davon überzeugt haben, dass es nicht in die Richtung geht, dass es irgendwie, ja sagen wir, von der Ideologie her zu Gewalttaten kommen könnte und das glaube ich ist nicht so. Es klingt immer so, als betreibe ich hier bewusst irgendwas halb Kriminelles, halb im Untergrund und halb Verbotenes. Ich habe noch nie versucht, irgendwie verboten zu sein oder irgendwas Konspiratives zu machen. Im Gegenteil. Ja, ich habe mich immer ganz offen dahingestellt und ich war immer ganz engagiert gegen Gewalt und Eskalation. Immer. Es hat keinen einzigen Moment gegeben, wo es anders war. Für mich sind einfach Menschen, und da muss ich leider sagen, das endet auch nicht bei meinem Sohn, die das Dritte Reich in irgendeiner Weise verherrlichen. Das muss ich ablehnen. Und zwar muss ich es ablehnen, weil es gar nichts, aber auch gar nichts im Dritten Reich gab, was wert ist, irgendwie noch heute als Vorbild oder Symbol hingestellt zu werden. Du hast als junges Kind schon immer extrem reagiert und extrem gehandelt. Und zwar immer mit dem Hintergrund auffallen, um jeden Preis. Mhm. Und das war jahrelang in negativer Weise, weil du es in positiver Weise nicht geschafft hast. Das war entweder mit irgendwelchen extremen Verhaltensweisen, die uns als Eltern manchmal fast zur Verzweiflung gebracht haben. Aber heute können wir drüber lachen, ja. Gut. Das ging bis hin zu Bewegungsstereotypien, wenn du eben gar nichts mehr sagen konntest am Tisch und dir wirklich mal nichts mehr einfiel, dann hast du eben wie wahnsinnig mit den Beinen geklappert, dass eben doch noch was von dir zu hören war. Oder es gab eine Phase, wo er furchtbar mit dem Kiefer geklappert hat, also irgendwas war immer da, ne? Und ja, dieses extreme Reagieren eigentlich, glaube ich, aus der
Situation heraus, dass du irgendwo auch ein Stück unglücklich warst. Ja. Und unglücklich sicher auch durch die familiäre Gegebenheit, dass du irgendwo immer auf der Suche gewesen bist, auf der Suche nach ja irgendetwas Festem, etwas, was dir Halt gibt. Und das war ja auch immer wieder dein Ausspruch, dass du gesagt hast, ich werde es euch schon beweisen, ich werde es euch schon zeigen. Es war immer negatives Verhalten, es hat überall Ärger gegeben. Aber ungefähr an, wenn du das ungefähr sechs. Ja, ja, Schulalter, sechs. Also es fing schon früher an, im Waldorf-Kindergarten schon. Es war also so, dass Bela, wie gesagt, vor uns zur Schule losgegangen war, wir einen abweichenden Weg gegangen sind und mein Mann vorgegangen ist einen Schritt und ich plötzlich das Gefühl hatte, als wir an dieser Hecke vorbeikamen, da hat mich irgendwas angeguckt, irgendein Lebewesen. Und mein Mann meinte, das ist unmöglich. Es war also Winter, es war kalt. Und ich gesagt habe, doch, das lässt mir keine Ruhe. Da war was, ein Tier oder irgendwas ist dort gewesen. Und ich also so berührt war, dass ich ein paar Schritte zurückgegangen bin und in diese Hecke hineingeschaut habe. Und wer guckt mich an mit riesigen, ängstlichen Kaninchenaugen? Unser Sohn saß im Gebüsch mit seiner roten Pudelmütze, die Schulmappe und machte seine Schularbeiten. Also eigentlich auch wieder so ein Extremverhalten. Aber das sind alles Dinge, die damit direkt nahe im Kern der Sache nichts zu tun haben. Und das ist eigentlich das, was wir auch eben, oder was hier gesagt wurde von der Mami, dass wenn Gewalt erzeugt worden ist, dann ist diese Gewalt eigentlich nicht mehr zu stoppen. Und das ist das, was heute an Ergebnissen ja da ist, was wir so in der Bundesrepublik derzeit an allen Ecken und Enden erleben. Das stimmt nicht, nein, das stimmt überhaupt nicht. Zwischen den Leuten, die in Rostock randalieren, die ich genauso wie du als Schwache sehe, die gegen noch Schwächere vorgehen. Was? Welche? Moment. Nein, Moment. Die Leute, die dort vorgehen, sind arme Schweine, die in einer beschissenen... Ja, nein. Du hast gerade gesagt, du könntest ich könnte diese Gewalt verhindern, jawohl. Ich könnte diese Gewalt stoppen. Wie? Und das aber wird auch konkret. Der... Wie? Da kann ich ganz anders sagen. Ja, nein. Ganz einfach, indem ich die Mittel dazu habe. Zu uns kommen Leute, die nichts mehr zu verlieren haben. Die kommen zu mir und sagen, ich bin jung, ich suche ein Leitbild, einen Führer, ein Vorbild, ein Ideal, eine Ideologie, eine Idee, an die ich mich klammern kann. Und diese Leute würden und tun alles, was man ihnen sagt. Das ist eine ganz leicht knetbare Masse. Das sind Menschen, zu denen ich sagen kann, steh stramm, wiederhole deine Anweisungen, mach dies. Die sind solche Dinge, in der heutigen Zeit sind die bereit, freiwillig zu tun, weil sie sich neu orientieren. Das sind ja, oder müssen ja wirklich schwachsinnige Leute sein. Das können keine Leute sein mit eigenem Denken. Das heißt also, im Grunde genommen sind diese ganzen Ursachen der Gewalt ja nicht unbedingt nur der rechtsradikalen Szene zuzuordnen. Es sind die Probleme unserer Tage, dass wir nicht jedem Menschen Arbeit geben können, dass wir Jugendlichen keine Perspektive durchgängig geben können, dass viel zu viele auf der Straße liegen. All das sind Ursachen. Das ist alles schlimm genug. Aber das ist noch lange für mich keine Rechtfertigung für das Auftauchen von Neonazis und diese Thema. Situation aber die anders. Dadurch entsteht und Neonazismus durch soziale Spannungen. Natürlich, aber das sind Dinge, die im Grunde genommen nicht so einseitig betrachtet werden können und die man im Grunde genommen, wenn man so will, ja ganz negativ euch anhängen muss. Und zwar ganz negativ euch dadurch anhängen muss, dass ihr diese Unfähigkeit dieser Menschen, ich sag mal, negativ ausnutzt. Ihr müsst euch doch freuen, wenn ihr sagt, ihr unterstellt mir eine positive Motivation. Die Gefahr liegt darin, dass Dummheit der Menschen. Nein, doch, das ist keine Antwort. Ich will was ganz anderes sagen. Die Gefahr liegt darin, dass es alles 50 Jahre zurückliegt bald. Und dass es bald keine Menschen mehr gibt, die es wirklich am eigenen Leib erlebt haben. Und dann kommen eines Tages, und darum muss man sich heute dagegen wehren, die Menschen auf, die anderen vielleicht glaubhaft machen wollen, dass das alles gar nicht passiert ist. Und dann wird denen geglaubt. Und darum ist es wichtig, dass man gerade jetzt in der Zeit, in der noch die Zeitzeugen da sind, so reagiert, dass dieses Bestandteil der Geschichte ist und dass man den nicht verleugnen kann und dass man den nicht wegwischen kann, sondern dass man daraus nur lernen kann und die Folgerung ziehen kann, dass so etwas, was da passiert ist, nie wieder passieren darf. Wir leben in der Zeit der Hexenverfolgung Nummer 3. Aber du hast ihm dargestellt, wenn ich denen sage, steh stramm, dann stehen die stramm. Und das ist eigentlich genau jetzt konträr zu dem, was wir vorher gesagt haben. Ach ja, und wenn der Pfarrer sagt, bete das Vaterunser nach, dann sollen sie es nachbeten. Ich trage heute einen Judenstern in der Form eines Hakenkreuzes. Ich bin heute der für die Unfähigkeit anderer büßen muss als Sündenbock. So, das waren die deutschen Grenzkontrollen. Das haben wir für die Oder. Ja. Schnuckeliges Flüsschen, herrlich verdreckt. Was war das Halten hier? Keine. Ja, kam jetzt zu meiner Rede.
Wenn mir einer vor 40 Jahren das Haus geklaut hat oder das Auto geklaut hat oder die Uhr geklaut hat und ich ihn nach 40 Jahren erwische, ist es immer noch mein Haus, immer noch mein Auto, immer noch meine Uhr. Und dieses Land ist de facto von den Polen 1945 vorübergehend unter deutsche Besetzung gekommen. Und die Polen haben sich gegen jeden Vertrag gestellt und haben dieses Land gestohlen, indem sie die Menschen, die hier gelebt haben, vertrieben haben, indem sie ihnen gesagt haben, zum Beispiel der gesamten deutschen Bevölkerung in Breslau, in 2 Stunden trefft euch am Marktplatz, jeder darf 1,5 Kilo Gepäck mitnehmen und dann wird abmarschiert. Und die Leute, die Polen, sind dann hier haben sich hier eingenistet in die deutschen Häuser, wo noch der Schinken auf dem Frühstückstisch lag und der Weinkeller gefüllt war, und haben sich hier reingesetzt. Mit welchem Recht dürfen die Leute, nur weil die jetzt 40 Jahre lang aufgrund der Okkupation hier sich haben breit machen dürfen, mit welchem Recht bleiben die dann da drin? Unrecht wird nie gut gedeihen, auch nicht auf Dauer. Gibt es überhaupt keine Diskussion für mich. Wenn da deutsche Familien über hunderte von Jahren sich diese Häuser gebaut und den Wohlstand geschaffen haben, dann vertrieben werden unter kriminellen Voraussetzungen, ja, und sich Polacken da ins Haus gesetzt haben, dann werden die vor die Tür gesetzt. Wohnen hier in dem Dorf viele Deutsche? Deutschstämmig, 90% rechts die Kurve und gleich die Linkskurve wieder. Aber die sich auch bekennen und so, organisieren? Ja. Weniger. Doch auch, alle vom DFK meistens. Jetzt da links rüber, hinter dem grünen Zaun, halten, ungefähr. Das ist der Eingang, wo die Leute jetzt rauskommen. So, und dann steigen wir da aus. Ja, die sehen doch wenigstens elegant aus. Das ist eine andere Firma. Das ist eine andere Firma. Nein, aber... Aber ich meine jetzt so vom Gefühl her, es war so, der Krieg war verloren und hier war halt polnische oder russische Armee dabei. Und wir wollen die Sache richtig mal in Bewegung bringen, in Tirol. Die Rundbriefe von Zündel und so weiter, klappt das jetzt? Kommen die jetzt durch? Ich habe kein einziges erhalten von Zündel. Nicht mal einen Brief. Wir haben die Ich hab am Ernst dreimal geschrieben. Ja. Und keine einzige Antwort. Aber es sind Leute, ich habe auch Antwort schon gekriegt, es sind Leute, die schon Material gekriegt haben. Ich habe noch nichts bekommen. Also der Deutsche Club in Katlub, dem habe ich ein Buchpaket geschickt mit Material. Die 2 Bücher von dir danke ich herzlich. Hast du auch was gekriegt? Ja, die hat Irving gesagt. Mitgebracht, gut, ja. Gut, ja. Dank dafür, die stehen schon, weißt du. Die Irving-Bücher, ja. Mehr von internationalen Literatur. Ja, ich hoffe, dass wir das nächstes Mal bei der nächsten Tournee mit mehr Abstand mal richtig groß mit Irving aufbauen können. Wir haben guten Kontakt jetzt zur Universität in Warschau sogar, mit Polen. Professor Tschechak. Ja, klar. Ja, er ist auch kein unrechter Mann, nur ja, aber... Einer der wenigen, die werden dann ein Reichsdeutschen nach dem Anschluss. Ja. Der kann an die Universität nach Breslau gehen für Altkirchenpolnisch lehren. Ich kann nur was sagen. Da kommt er immer so, der beste Pole ist der tote Pole. Ja. Nee. Ach, geh mir mit denen weg. Du
Aufrufen, Mikrofon, Aufrufen, Mikrofon. Raff, 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 raff. Sieh, ich kenne das hier praktisch wie ein Häftling, ein ehemaliger. Das ist das Stammlager Auschwitz. Écoutez, je ne sais pas quand on enregistre. Das will ich haben. Bei uns in Auschwitz, geil. Deutsches haben viel Buch. Ja, ja, was kosten diese Dinger hier? Ja, langsam ist das viel, diese noch kosten. 205.000. 205.000, das habe ich 205.000. Habe ich noch in Polnisch. Haben? Polnisch? Da ja. Noch genug, ja. Ich denke, ja. 2.500. 200? Einfach eine völlige riesengroße Verarschung, die hier stattfindet. Das bringt einfach absolut nichts. Und nach Birkenau fährt eh fast kein Mensch, außer der Papst zum Beispiel. Wenn ich überlege, dass ich solche Dinger mal gepflegt habe in Bergen-Belsen, völlig irre. Gehen wir jetzt zur Gaskammer, ja? Because I'm one of the people whose forefathers are guilty for what they tell what's going on here. That's right. My forefathers weren't guilty, right? I'm paying taxes in Germany for what they tell me about here, you know? People pay their lives, taxes, money. People don't pay lives. People die. People like you are telling me I'm a neo-Nazi just because I wander. That's it, you know? You tell me get out of here. You know, you are the person who's able to burn people because they have different opinion. You are one of the people responsible for that. Excuse me? Yeah, sure. You tell me go get out of here. I don't do that. I just ask, where's the smoke going? Where's the smoke going if there's no connection? There is, and she tells me the smoke is going downwards, underneath the earth, and going to the chimney with the fortification. Wollen Sie frech werden? Wo geht der Rauch hin? Wo geht der Rauch hin? Sie sind ja paranoid. Der Rauch kann hier nicht raus. Er kann nicht unterirdisch unten rausgehen. Gehen Sie wieder raus. Gehen Sie doch raus, wenn Sie Probleme haben. Ich bin ein junger Mensch. Ich lasse mich nicht weiter schuldig machen für Dinge, die ich nicht getan habe. Doch, ich habe gelernt. Ja, ich habe gelernt. Warum hat die Gaskammer drei Türen? Bist du unbeschämt, Herr Wiesner? Ja? Sie wissen nicht einmal, wie Zyklon B funktioniert. Was Zyklon B ist? Hören Sie doch auf mit dem blöden Gerede. Das ist Pseudowissenschaft, was hier vorbei ist. Das ist nicht Pseudowissenschaft. Cyanid, Wasserstoff und Ziegelsteine ergeben preußisch Blau. Stellen Sie hierher. Jawohl, ich als Deutscher. Ich stelle mich hierher und wehre mich dagegen, dass Millionen von Menschen hier durch Attrappen geführt werden. Ich wehre mich dagegen, dass hier Lügen verbreitet werden und dass junge Menschen das einfach glauben. No hate against you the Germans. Hate against me. I have hate against people like That's you. That's right. I say something like that because you were in there talking and nobody was saying something against you. But you were rude. You didn't try to give me a proof. You just come rude. And tell me stories. I was rude. Yeah, you I tell me rude. Every baby died. You don't think that this place was rude towards the Jews? Of course it was rude. Of course it was rude. What do you think rude. This place was? What do you it think was it was? Rude. What was this? This was a concentration camp. A vacation camp? No, a concentration camp. So what? What is but a vacation camp? No, extermination camp. It was a concentration camp. Concentration camp. It is camp. The same kind of concentration camps. Jews have them now against Palestinians in Israel, for example. They don't exterminate them. No, we didn't exterminate them because they have all survived and they're all taking money now from Germany. They are all survivors all over the world. The great they conspiracy of the Jews against the rest of the world. Is that it right? Sounds like that sometimes, yes, yeah. Yes, yes. Yeah, sounds sometimes well, like that. You know what brainwashing is? Mm-hmm, I know it. Well, it's what Jews did with their media influence to Germans, for example. I think you're suffering from it. I'm from the country where humanism has been born. Off, man. Your face looks me in the eye. Light hurts my eye. Bullshit. Dude. No, it's not bullshit. It doesn't hurt my eye. Yeah. But I'm looking in the sun. You're afraid to look me in the eye, huh? No, I don't care. Take your glasses off. Take your glasses off for 1 minute and look me in the eye. There it is.
I can't take so much arrogance in my eyes like you have it in there, because I don't feel like a chosen person. You're just as arrogant as I am, and I have a right to be arrogant. Because nobody else here will stand up to you. Nobody else. They all just listen proud. To you. Be proud. Be proud for that. Who, you? You're fighting for Jews, I'm fighting for Germans. We're on two sides. I'm not just fighting for Jews, I'm fighting for history, man. I'm fighting for truth. You warp history. You're fighting for propaganda, in my eyes. No, it's the other way around. This is a monument to history. This Walt is Disney what it is. Walt Disney Land for Eastern Europe. Right, built by the Jews. Dann fliegen hier zu viele Tiere rum. Lass uns aber jetzt diese Ecke weggehen. Das ist eklig hier. Ganze Läuse müssen vergast werden. Flugläuse müssen ausgerottet werden. Ich gehe jetzt einfach. Ich warte jetzt hier nicht mehr. Ich will nicht mehr. Wie wird es uns noch schlecht hier? Und ich meine, der dümmste erkennt, was man hier sieht, nämlich ein Schwimmbad. Da mussten die Häftlinge also mit Sicherheit nicht, wie man vermutet, Wasserball gegen Krokodile spielen, sondern da konnten die Leute eben baden im Sommer, wenn es schön heiß war. So sieht das aus dort, so hat das auch während der KZ-Zeit ausgesehen. Und das sind also die offiziellen Wege, die Tourführung dort lang geht. Wir sind natürlich abgegangen von der Tourführung. Hier seht ihr die Baracken und hier hinten sind natürlich heutzutage Wiesen angelegt, damit dort keiner hingeht. Hier sind die Zäune, das heißt, das ist hier noch alles im Innenbereich. Man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass man nach Auschwitz kommt, in dieses grausamste Vernichtungslager aller Zeiten, um dann hier zu sehen, dass theoretisch in der Vergangenheit hier auf diesem Sprungbrett Häftlinge ihre Körper ins Badewasser machten. Hat er das jetzt? Nee. Das wollte Winfried doch unbedingt haben. Damit er was Logisches vor dem Händewaschen hat. Ich sehe das schon, er wäscht seine Hände in Unschuld. Da kommen erst die toten Negerkinder, die aus dem Asylantenheim getragen werden, und ich dann beim Händewaschen. Ein alternster Saubermann aus München. Mit weißer Jeans. Was ist los? Was du wollen? Laden. Danke. Was kriegen Sie? Das sind 42 Mark, bitte. Nach 45, gell? 45. Dankeschön. Bitte schön. Danke Ihnen. Servus. Da sind wir. Servus, tschüss. Tschüss. Was
Haus bei ein paar Leuten rumhängt. Ich denke einfach über den Namen drüber nach. Kommen wir dann als nächstes, aber nur von denen, ja, die das haben wollen. Also die wissen wir ja gar nicht, ob die das dort haben wollen. Ach so. Die kriegt der Zündel. Das ist von uns selber rausgebracht. Sehr scharf drauf, wenn ihr die ins Programm aufnehmt oder mit einer Werbung für uns halt rausnehmt. Also nicht selber unbedingt nachguckt, sondern über uns. Da hätte ich nichts dagegen. Ja, dann machen wir das dann so. Leipzig, so, die Sachen kennt ihr. Den zweiten haben wir nicht. Das ist jetzt. Den ersten haben wir sicher nicht. Aber den zweiten absolut nicht. Ohne Brille sehe ich so schlecht. Wissen Sie, Ude SSR lese ich Delinskaya, Dolinskaya. Und der ist zu Besuch wo. Und da möchte er sich erkundigen, halt Kontaktadresse zu den Republikanern möchte er haben. Ja, wenn ich sagen soll, die Auslandsdeutschen, die interessieren sich viel mehr, ja, wie die Einheimischen. Die Einheimischen sind immer unter deutschem Volk gewesen, kennen keinen, du verfluchter Deutsche, geh in dein Vaterland. Das kennen die in Deutschland nicht. Übrigens, Frau Kröger, ja, ganz toller Spruch, ne, von Preradovic. Ich bewundere Adolf Hitler von Tag zu Tag mehr. Der Mann hat 12 Jahre regiert. Er hat mehr als 5 Jahre Krieg geführt, davon 3 Jahre äußerst erfolgreich. Und das mit einem Volke, welches zu einem Drittel emigriert war, zu einem Drittel im Konzentrationslager saß und zu einem Drittel wütend Widerstand leistete. Das soll dem Mann erst mal einer nachmachen. Die Bibel oder Jesus, ja, ist für mich nur ein Prophet. Ein wunderbarer Mensch, der den Frieden über die ganze Welt bringen wollte, ja? Aber es war ein aus einer fremden Nation und der hat so viel Jahrhunderte vor uns gelebt, ja? Und in meinen Augen, Hitler wollte nur den Frieden über die ganze Welt bringen. Er wollte nicht den Krieg, er wollte nicht das haben, ja? Und das ist nur ihm aufgezwungen worden. Und darf ich Ihnen sagen, in allem, er wollte nur das Beste und das Sauberste für sein Volk und dann für die anderen Völker. Leider in unserem Volk, wenn die auch mit 99% Hitler gewählt haben, so haben viele das nur getan, nicht aus Überzeugung, nur damit die Arbeit und eine Uniform bekamen. Und wie ich glaube felsenfest, das ist mein eigener Glaube, ohne von irgendeinem bearbeitet, wir hätten den Krieg gewonnen, wenn wir nicht so viele, man kann sagen, Millionen Verräter gehabt hätten in unseren Reihen, die hintertückisch was gemacht haben, was nicht gemacht werden sollte. So ist Hitler für mich noch nie gestorben, trotzdem ich ihn persönlich nie kennenlernen konnte. Meine Mutter, die hatte die Ehre gehabt, in Weimar, in der Oper oder Theater, was da ist, nicht in Weimar, das berühmte, da ist plötzlich bei einer Vorstellung Hitler reingekommen und alle Damen gingen im Kreis herum. Und er ging gezielt auf meine Mutter. Da sagte sich, warum? Und sagte, die Frau, von wo kommen Sie? Nahm ihre Hand, küsste sie und da sagte sie, ich bin eine Baltin, ich bin eine von der Recke. Und da hat er nur sie tief in die Augen geschaut und hat gesagt, auf euch kann ich mich verlassen. Ich bin stolz auf dieses Bild von Rudolf Hess und seinem Spruch. Und so lebe ich auch danach. Ich will dasselbe erhalten. Und das ist in der Heimat schon bei uns gewesen, das Bild von Rudolf Hess. Wir haben ja alle Bilder gehabt. Jetzt haben wir keinen Rudolf Hess, jetzt haben wir den Zündel. Für mich ist das mein Vorgesetzter. Der Mann, den ich verehre. Der Zündel will nur die Wahrheit über Deutschland bringen, dass wir nicht die Mörder waren, die nur die Juden ausgerottet haben. Nein, das waren wir nicht. Das ist es nicht und wir wissen ganz genau, wer uns vernichten will.
Und das sage ich und bleibe dabei. Die Zionisten. Ausdruck aus dem Anzeigenblatt Münchner Anzeiger, das sich ungehindert der Geschichtsfälschung und der Diskriminierung von Juden und Ausländern widmet. Ich darf ein Schürzeigen hinzeigen, das ist der Judenzeitung was hier. Habt ihr auch was? Wir sind gut informiert über alles. Der jüdischen Allgemeinen. Auch eine Funktion. Schaut mal hier, auf der Judenzeitung. Was Schönes zum Tetscherprozess. Geht's wieder um Gaskammern. Laufen geht's um Gaskammern in München. Hochinteressant. Bloß nach Auschwitz fährt man nicht, um festzustellen, ob es die wirklich gegeben hat. So wie man immer sagt. Da wäre endlich einmal Ruhe mit diesen Prozessen. Naja. Ich war erster ausländischer in der litauischen Nationalgarde. Ja. Was habt ihr denn an Geld bekommen? Nichts. Wir haben nie was verlangt. Ich habe bis jetzt auch noch nichts. Offizieller Lohn war 120 Mark. Als ich noch mit den Russen ärgern hatte, also mit den Sowjets. Also. Ich meine, es ist mal gut, wenn man so ein paar Karten einsammelt. Ne? Wir unterhalten uns auf jeden Fall nachher noch. Ihr bleibt ja heute eine noch Frage, München, oder? Wie war die, wie war denn die Lage jetzt, als du da warst? Bei uns wurde gesagt, also als wir im HOS-Hauptquartier eingetroffen sind, fahrt nicht nach Osijek, da werdet ihr nur mit Artillerie beschossen, da kann kein Einsatzmöglichkeiten für unsere Gruppen. Unsere Gruppen sollten lieber in diese Felder da bei Slavonien, wo ein bisschen noch so Infiltration und so möglich war. Da sind wir gleich an die total Verrückten gekommen, ja? Also die jede Nacht losgezogen sind, 10 Kilometer durch die Linien durch, Brücken sprengen, aus dem Hinterhalt einen Panzer abschießen. Wir wollten ja auch runter zu seinerzeit mit Grün. Das ist mit Saddam Hussein. Ja, Hier ist Evald Laltans und Ernst Sündel. Ja. Was ist das? Spanien oder? Ah, danke schön. Naja, das ist jetzt so ein bisschen Andenken, ja. Das ist ein Kommunist. Kipschett nicht, Schwein. Ah, er ist Nikolai in Slavonia, Slovenia. Ja, das war ganz am Anfang. Und in Slavonien, wir sind in Slowenien weiter. Wir sind in Sisak. Neue MG. MG. Ja, wurde ein bisschen gefeiert. Ja. Hier laden wir gerade nach. Nach einer Nacht Beschießung von dem anderen Ort müssen wir neue Muni ranbringen. Ist immer so ein heikler Moment. Ne, weil ihr wart direkt Winkowski oder was? Nee, wir waren nicht Winkowski, sondern ein Ort davor noch. Und zwar, wenn Winkowski, sagen wir mal, hier ist, dann hast du da oben Osijek und darunter hier so ganz nah eigentlich an Belgrad dran und an dieser Autobahnstrecke. Da war unser Ort. Zwischen Utok und das große Jens. Problem ist gewesen, guck mal, wir kämpfen hier für nichts. Ja, ich bekomme 15.000 Dinar hier. Und von wegen 9.000 D-Mark, das ist nicht wahr. Ja, wer bekommt denn das Geld für einen Freiwilligen, der abgeschossen wird? Also wir bekommen überhaupt kein Geld. Ja. Ich habe, nee, aber ich meine, ich habe vielleicht 30 Leute gekillt, aber ich habe für die Leute kein Geld bekommen. Und das ist hier ein absolutes Gerücht und deswegen wird auch die Hoss, der Paraga und so weiter in die totalen Dreck gezogen, dass sie sagen, wir sind Faschisten, wir killen hier die Leute für Geld und wir machen ein Holidayland hier. Pass mal auf, wenn mir ein Serbe gegenübersteht, ich mache nicht zu ihm Hallo. Ja, du warst aber im Panzer oder im Panzer? Am Anfang war ich Soldat, normaler Soldat, mit deinem Gewehr in der Hand und dann, wo wir den Panzer hatten, war ich Tankdriver. Ah. Und na, wie kommt man da auf 30? Das ist ganz einfach. Mit einer Granate triffst du mehr wie mit einer Patrone. Ach so. Ah, ja. Und wir hatten das Glück, wir haben damals voll in eine Raketenstellung reingetroffen und da sind ziemlich viele Serben hops gegangen. Ah, bon, d'accord, oui, mais c'est comme l'après-guerre en Allemagne. Mais c'est ça pour la jeunesse, une formation comme ça, c'est humaniste, pacifiste. Regarde, il a déjà appris à mettre le chargeur. Et alors, ça c'est pour tuer qui pom-pom communiste. Technique, ça bien, voilà. Très bien, très bien. Pourquoi vous êtes venu à Munich là? Eh bien, nous avons été invités par notre ami Evald Altans qui s'occupe de l'AVO. Et comme nous devons passer à Munich sur la route de Zagreb pour aller en Croatie, nous avons fait une petite halte afin de parler de nos combats en Irak et en Croatie devant nos camarades allemands pour les informer et pour les rencontrer en même temps. C'est comme ça que l'on bâtit l'Europe nationaliste.
Et vous y allez directement après, demain en... Oui, demain nous partons pour Zagreb pour prendre des ordres à l'état-major, mais pas de l'armée croate régulière. Nous allons avec la force de défense croate qui dépend du parti du droit croate. Et donc nous partirons quelque part sur le front en Slavonie, je suppose. Also es ist bestimmt eine Veranlagung allein schon zum Abenteuer. Denn wer sich fürchtet vor ungewöhnlichen Situationen, eben sprich Abenteuer, der hat dort nichts zu suchen. Also ist Krieg für dich ein Abenteuer? Es ist nicht das einzige Abenteuer, aber sagen wir mal, man macht das Beste draus, ja. Ich muss sagen, das kann auch geschmacklos sich anhören, aber es ist ja ein ganz entscheidender Moment im Leben eines Menschen. Und diese Momente sind nicht immer gleichmäßig über die Erde verteilt, also muss man manchmal dorthin reisen. Aber es gibt ja auch andere Formen des Abenteuers. Es gibt, ja, die habe ich aber auch schon durchprobiert. Und die, denke ich, gehen auch in meinem Leben weiter. Ich habe genug Länder bereist. Und das ist dann eben auch interessant, wenn man dann sich erinnert, ich habe das Land ja mal gekannt, ja, und jetzt ist es so anders geworden. Wenn meine Freunde, die ich dort unten im Stellung oder Schützengraben kennengelernt habe, irgendwann mal vielleicht politischen Einfluss haben sollten, würde ich sagen, würde ich das begrüßen, weil das wäre endlich mal ein Land, in dem man sich... Liebe Kameradinnen, liebe Kameraden, deutsche Männer und Frauen, in Kroatien kämpfen zurzeit über 20.000 europäische Freiwillige, Engländer, Italiener vor allen Dingen, Ladiner, Deutsche, Österreicher aus dem Gottfried-Küssel-Kreis und so weiter und so fort. Es ist ja kein Spaß, es ist ja ernst. Ich selber habe eine andere Position, was diese Frontteilnahme und diese Dinge betrifft, aber trotzdem, ich kann also nur sagen, die Kameraden, die aus Kroatien zurückgekommen sind, wie der Kamerad Heinke, diese Leute sind als Idealisten gegangen und sind als Männer zurückgekommen. Das kann man aber so wirklich sagen. Das muss man feststellen, denn das ist etwas, was ja in der Vergangenheit sehr geformt hat, dieser schreckliche Eindruck des Ersten Weltkrieges und dieser Kampf und dieser besondere Ernst, bis zum Tode hin im Kampf zu stehen. Und ich meine, letztendlich stehen wir auch bis zum Tode oder in Todesgefahr in diesem Kampf. Das schafft erst den Ernst der Situation, den Ernst, den wir aber auch brauchen. All diese ganzen Dinge, von den Spenden angefangen, über die Bücher, über die Vorträge, über die Kontakte, über die Gespräche, die geführt werden, ob das bei Kameradschaftsabenden ist und so weiter und so fort, all das hat uns ja eigentlich erst das Fundament gegeben. Und auch das möchte ich sagen mal, es spielt eine ganz große Rolle, dass wir jungen Menschen den Erfahrungswert mit uns nehmen können, dass ältere Menschen sagen, seid ihr stürmisch, geht ja auch oft mit der Zeit und anderes, wir glauben an euch. Denn das ist ganz wichtig für uns. So, das ist das. Dann was ganz Skandalöses ist passiert. Ich gucke mir die unwichtigen Sachen an, die Flugblätter. Ja. Da steckt dieser Scheck mit dazwischen. Den haben wir völlig übersehen. Der war schon mal gerümpelt zum Abheften. Ach nein! Das wäre ärgerlich gewesen. Das sind also 1150 Mark nochmal. Spende. Das ist der Einzahler. Von Leuten, die viel geben, würde ich sagen, sind es vielleicht 200, die richtig viel geben. Und unter viel meine ich also 500 Mark aufwärts. Und natürlich nicht jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat, sondern übers Jahr verteilt, der einen da und da und mal 1000, einer 5 oder 10 und dies und das. Also was war so das höchste Geschenk, was du bekommen hast? Die höchste Spende, die ich je bekommen habe, 25.000 Mark. Und überall, wo die Jugend um Hilfe ruft, packe ich dann hin, sammle sie ein. Und dann mache ich anständige Nationalsozialisten aus ihnen. Wie ist das gehört? Klar. Danke euch. Nationaler Sozialismus in Deutschland? Ist das denn überhaupt noch möglich? Ist das denn überhaupt noch möglich, dass hier nochmal wieder etwas gut wird? Es ist ganz einfach. Es ist ganz einfach. Die Studien, ihr habt über die Studien vielleicht schon geredet,
zeigen uns ein riesengroßes Umfeld, zeigen uns einen riesengroßen Zuwachs. Vorbild sein, Kamerad sein, treu sein, opferbereit sein, sich nicht nur neben, sondern im Ernstfall vor seinen Kameraden stellen zu können. Und dann seid ihr eine Gruppe, die absolut ausstrahlt auf diese Welt von heute. Es gibt ja nichts in dieser Welt von da draußen, von den anderen mehr, womit man uns locken könnte. Nichts mehr. Was denn? Drogen? Diskotheken? Umweltzerstörung? Atombomben? Korruption? Buffets, die sich die Bonzen von oben in den Mund schieben? Was wir heute haben, ist die mieseste, dreckigste Version von einem Bourgeois-Pack, was über unserem Volk daherlebt, sich in den Schlössern unserer Vorfahren breitsuhlt und mit ihrer politischen Dilettanz sich meint, durch ihre Schleimerei im Ausland Freunde erkaufen zu können. Nein, zu diesem Staat haben wir natürlich kein Vertrauen. Ihr seid ihr selbst und auch hier in Cottbus oder in Zittau oder Görlitz oder Ost-Berlin müsst ihr euch selber befreien. Ihr habt das jetzt in den letzten Monaten und Jahren seit 1989 fantastisch vorexerziert, wie das läuft. Und ihr habt ein Volk hier, was 40 Jahre lang vom Kommunismus über den Tisch gezogen wurde und was trotzdem noch die Kraft hatte, weil die Seele noch nicht vergiftet war, weil bloß die Freiheit gehandicapt war, dass diese Menschen das empfunden haben. Ihr seid die Besten in Deutschland. Und das müsst ihr den Leuten jeden Tag zeigen, ob sie es sehen wollen oder nicht. Ihr müsst provozieren, ihr müsst da sein, ihr müsst angreifbar sein, ihr müsst euer Gesicht zeigen. Es soll auch keiner aus dem nationalen Lager kommen, wenn es ernster wird oder wenn es besser klappt. Ihr wisst selber, welche Erfolge wir gehabt haben, ob das die DA, die NL, der NB, die NO und andere Kreise sind, wie wir problemlos zusammenarbeiten und wie wir von 0 auf 1000 und von 1000 auf 2000 Menschen auf Kundgebungen es geschafft haben, wie Führer und Leiter verschiedenster Gruppen und Arbeitskreise einig auftreten, wir Jungen. Es soll keiner irgendwann kommen aus dem nationalen, dem sogenannten nationalen Lager oder sonst woher und sich dann anstellen und sagen, ich bin der Dicke sowieso aus der und der Partei und jetzt, wo ihr es geschafft habt, wollte ich euch eigentlich nur mitteilen, gebt mir doch einen großen Posten, denn ich war ja irgendwie auch immer bei euch und für euch. Nein, wer nicht die Entbehrung und die Probleme auf sich genommen hat, braucht sich nicht einbilden in diesem Deutschland, was wir uns von ganz unten und ganz klein neu erarbeiten, dass er auch nur den Hauch einer Chance haben wird, sondern der wird sich genauso ganz hinten hinter dem letzten kleinen Arbeiter, der jetzt keine Zeit hat, weil er wirklich an den Ketten dieser Gesellschaft liegt, anstellen müssen und er wird selber auch in unserem veränderten Staat durch die harte Schule gehen müssen, durch die ihr jetzt geht. Er wird Opfer und Entbehrung und Leistung zu bringen haben für sein Volk und sein Vaterland, bevor er das Anrecht hat, sich zu dieser Gemeinschaft von uns jungen Kämpfern zu zählen, bevor er das Recht hat, irgendwie auf eine eigene Position oder großartige, bequeme Zukunft zu spekulieren. Das haben wir nicht getan und das werden diese Leute auch nicht tun können. Denn noch einmal werden wir, wenn wir durch Arbeit und Fleiß und Sauberkeit, wie es unsere Vorbilder getan haben, unser eigenes Volk befreien, noch einmal werden wir uns nicht im Kameradenkreis Tretminen legen. Und tobt der Feind auch noch so grimmig, speit Gift und Geifer aus dabei und windet sich wie eine Schlange, ruft selbst den Teufel noch herbei. Wir lassen euch durch nichts beirren. Der Sturm bricht los, der Tag bricht an, wo deutsche Fahnen rauschen werden. Millionen Männer treten dann, die siegen wollen oder sterben, zum Sturmappell gerüstet an. Dann winkt der Tag der Freiheit wieder, ein freies Volk ersteht aufs Neu. Es klingen wieder deutsche Lieder und deutsche Lande werden frei. Drum haltet zusammen, die Jugend erwacht, es gilt jetzt zu rächen, zu brechen die Macht, die uns hat geführt in diese Not. Der Himmel entscheidet, ob Freiheit, ob Tod. Ich danke euch.
When the film we've just seen was shown in Europe, one newspaper said, there is no German film more important. It shows what is going on in this country and what we must be prepared for. But there was another view as well. Some people were uneasy at the thought of giving so much attention to the neo-Nazi movement. Far better, they argued, just to ignore it. Whatever your views on profession neo-Nazi, if you would like to talk about what we've seen this evening, we would like to hear from you. I'm Mary Hines. Welcome to a special edition of Human Edge. We will open the phone lines in a minute. Before we do that, we will talk to the filmmaker, Winfried Bonengel. We will talk to Bernie Farber of the Canadian Jewish Congress and to Warren Kinsella, who wrote the book Web of Hate Inside Canada's Far Right Network. Good evening. Good evening. There is an argument that it is better to ignore all of this. It's better to ignore the neo-Nazi movement, that whatever you gain by alerting the public, you lose by giving exposure to hate groups. Winfried, where are you? This is an argument you've heard many times before. Where are you on that debate? I think what happened in former GDR until 1989, nobody ever spoke about neo-Nazi movements in the former East GDR. Germany. Yeah, in former GDR in East Germany. And when the wall broke down, there were more than thousands, 4,000 neo-Nazis, and there was a really, it was a big event. And I think it's better to talk about something, because when you don't talk about it, it's spreading and spreading and spreading, and one day you don't know how to face it, how to solve the problem. And so with a lot of documentaries, they had to put a certain pressure on the authorities in Germany, and so that now they react more and more stricter. And for instance, in Berlin, there is no more neo-Nazi organization. It's really, it's not, the organization has suffered a lot after journalists had done so much work on it. Mm-hmm. Bernie Farber, I'd like to hear your views on this. Do you lose or do you gain by this kind of exposure? Well, it all depends on how it's done. I think that's really what it comes down to. These kinds of documentaries, the books that we have seen lately, as long as it's done with some context, as we're doing this evening, as a matter of fact, the movie was shown and here we are discussing it, as long as people are able to talk about it, I think we have to shine the light in these dark corners. I think history has taught us that if we turn our backs on these kinds of incidents and these kinds of individuals, they come back to stab us in the back. And so we have to be able to deal with them. We have to understand what they are about, but we have to do it responsibly. And to me, that is a key issue. In the 10 years I've been involved in this kind of job, I have seen a tremendous amount of irresponsibility. And it's only been really in the last few years that filmmakers and journalists and writers are beginning to take a closer look at this and are beginning to handle themselves with more responsibility. And for that, I commend them. Warren Kinsella, one of my colleagues was saying earlier this evening, one of the most distressing things about this film, in his mind, was that so much of it takes place in Toronto. The very thought that a German film crew would set out to do a documentary on neo-Nazis and come to Toronto, because that's where much of the story is, he was shocked. Should we not be shocked at that? I think we should. The film, I think, one of its strongest elements is it shows how large a role Canada and Canadian neo-Nazis and white supremacists play in this growing and pernicious movement. And what the film also shows is that, notwithstanding the fact that many Canadians think that Ernst Zundel is a marginal nutcase that we need not worry about, the film actually shows how important he is to the neo-Nazi movement internationally and why, ipso facto, we should take him much more seriously. So from the work you've done, what is Canada's place in this movement? What role does Canada play? Canada is a center for a wide array of neo-Nazi and white supremacist leaders. Mr. Zundel, for example, has built a cottage industry out of publishing. He publishes all manner of posters and books and pamphlets, some of which we saw in the film. Then you have other people who aren't included in the film, but who I talk about in my book and other people have talked about in their own work, who are experts in manipulating telecommunications technology, for example, hate phone lines, people who are experts in bringing young people into the movement. There are many different types of expertise in the organized racism movement, and Zundel is just one. And when you say the telecommunications movement, we're hearing a lot about the internet and
the spreading of hate on the internet. That's part of this picture as well. Yes, and you saw that in the film. Many countries, Germany has stronger anti-hate laws than Canada does, and one way that these groups have very effectively circumvented hate laws is to use international computer bulletin boards and the internet and so on, because it is admittedly very difficult to intercept that kind of hateful material when it's being transmitted through phone lines from computer to computer. I'd like to get back to that subject in a couple of minutes, and Canada's hate laws versus the hate laws in other countries, because there was a very telling moment in that film. But first, Winfried, I'm interested in your dealings with the people you documented in Toronto and in Canada. How would you describe your dealings with them in making this documentary? In Canada especially, mm-hmm, mm-hmm. Mostly I was concerned about Zündel, because Altans, the main character in this movie, told me about Zündel, and he described me Zündel as his spiritual father and as a very important figure in the international network. And I was curious about him, because he's an essential part in this whole organization, so it was necessary for me to go to Toronto. And it was the last week of my shootings. I went to Toronto and I met Zündel. And I have no idea about the movement in Canada, because I met different neo-Nazis, Canadian neo-Nazis, but I have no idea, because I spent just 1 week and I focused really on Zündel and not on the Canadian movement. To me, it was really important, the international network and the part Zündel plays in this network, because in Germany, he moved out from Germany because he had no possibility to run the whole international network as he is doing that from Canada. There's a scene in which envelopes are spread all over the desk. And this was really, I was really shocked, because every day, this happens not only one day, he is receiving every day, I don't know how many money, but it's incredible. Bernie Farber, I'd like to get back to the point of hate laws and how Canada differs from other countries, because there's one point early on in the film when Ernst Zündel says, I couldn't say this in Germany. Here I am, I'm able to say these things in Canada. Actually, he can't say them in Canada either. He can't say them in Canada either. Yeah. I mean, do we have too broad a concept of free speech, or have we embraced the idea of free speech too zealously? No, I think we have some very adequate hate laws in this country. It is a criminal offense in this country to knowingly and willfully promote hatred against identifiable groups. What is lacking, from my perspective, is what I would call the fire in the belly that's necessary within law enforcement agencies, within governments, to actually go after these people and make it a course of action to go after these people. Look, Ernst Zündel is a Holocaust denier. He's a liar, and he spreads hatred. He's been doing this for years and years. What is unfortunate was that when the first charges were laid against Ernst Zündel, the Attorney General of the day, whose permission is needed to lay these particular anti-hate charges, refused to give permission. And so a relatively antiquated law was used at the time, but it effectively shut him up for 8 years. What was unfortunate, from my perspective in terms of Zündel, is that the Supreme Court of Canada did strike this law down. And we have been suggesting, we have been urging, and not just us, not just Jews, but I think most decent people who know what Ernst Zündel is about have been after the Attorney General to give her permission to lay charges. As far as I'm concerned, there is more than enough evidence to suggest that Ernst Zündel spreads hatred against Jews. And yet, for reasons that are still beyond me, the Attorney General has consistently refused to do so. And I'll tell you, from my perspective, Mary, one of the shameful things of this particular NDP government is going to be the fact that that they will go down in history of this province as one of the few governments that did not take hate mongers seriously enough to lay charges that had to be laid. Okay, I'm going to stop.